Sieg in der 11. Runde gegen Luisito Espinosa. Das war im April. Jetzt also Titelverteidigung Nummer 1 gegen einen Mann aus Thailand, gegen Vithya Sakmuan Klang. 33 Siege stehen beim Herausforderer zu Buche. Eine Niederlage, die allerdings vorzeitig. Und selbst schlug er 21 Gegner K.O. Box zum ersten Mal im Ausland. Jetzt die Vorstellung für den Champion. Ich habe es gesagt, 26 Jahre, kein Problem mit dem Gewichtslimit, 57,1 Kilogramm. 32 Siege, 2 Niederlagen und ebenfalls 21 Siege vorzeitig. Also der Sieg zuletzt gegen Luisito Espinosa, davor Siege gegen Hector Marquez und Manuel Chavez. Ein guter Sieg auch gegen Agapito Sanchez. Die stärkeren Gegner hat Guti Espadas in seinem Rekord. Das liegt auch daran, dass man nicht allzu viele der Gegner von Vithya Sakmuan Klang kennt. Er hat nur in Thailand geboxt. Und wie gesagt, eine Niederlage gegen Suke Nemekbaye in der 5. Runde. Heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Kumanpech Kwatvorafong. Hat sich allerdings umbenannt in Vithya Sakmuan Klang. Vielleicht, weil man das leichter aussprechen kann. 12 Runden sind angesetzt. Der Ringrichter dieses Kampfes, Jay Nady. Und der Mann in der lilafarbenen Hose, also der Weltmeister. Wir sehen Vithya Sakmuan Klang in der Rechtsauslage. Die Versuche mit der Führungshand des Weltmeisters Guti Espadas. Er ist der Längere, 1,75 Meter groß und damit 7 cm länger als Vithya Sakmuan Klang. Ansonsten weiß man nicht viel über den Mann aus Thailand. Keiner weiß so genau, wie alt er ist. Er selbst sagt dazu auch nichts, ist hier von mehreren Journalisten befragt worden, aber er lächelt dann nur. Wie bei einer Frau jenseits der 30, da braucht man ja auch nicht fragen. Er wird so auf 28 Jahre geschätzt. Profi zumindest seit Dezember 1994. Sehr verhaltener Beginn von beiden. Guti Espadas kann sich das erlauben. Er wartet ab. Mal gucken, was der Mann aus Thailand hier so versucht. Aber da kommt relativ wenig. Der Versuch mit der linken Schlaghand von Sakmuan Klang. Und der Spadas macht das ökonomisch. Ab und zu mal die Führhand. Ein bisschen in der Deckung des Herausforderers herumstochern. Ansonsten die Distanz halten. Da kann am allerwenigsten passieren. Also eine sehr verhaltene erste Runde. Die kann man unentschieden werten. Die kann man auch an Guti Espadas geben. Auf keinen Fall dürfte sie Vithya Sakmuan Klang gewonnen haben. Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Da muss er sich mehr einfallen lassen. Nacho Beristain in der Ecke des Weltmeisters mit Papa Espadas, Gustavo und Hildargo Marquez. Runde 2.
Ja, vielleicht boxt der Weltmeister auch so verhalten, weil er schon weiß, wie es weitergeht in seiner Karriere. Er soll gegen Eric El Terrible Morales antreten, vielleicht schon Anfang September. Morales war ja Weltmeister im Superbantamgewicht, ist hochgekommen im Gewicht, will am liebsten gegen Prince Nassim Hamed boxen, den WBO-Weltmeister, aber hat gesagt, besser ist es, ich hole mir erst einen anderen WM-Titel, und da hat er sich seinen Landsmann Guti Espadas ausgesucht. Das kann ein ganz großer Zahltag werden für Guti Espadas, und deshalb will er hier natürlich auch kein unnötiges Risiko gehen. Nicht etwa, dass er glaubt, dass er diesen Kampf verlieren könnte. Es würde ja schon reichen, er würde sich verletzen. Vielleicht eine Cut-Verletzung erleiden an der Augenbraue. Und dann wäre der mögliche Septemberkampf mit Morales geplatzt. Immer wieder überfallartig mit der linken Hand. Vetia Sakmoan Klang. Und zumindest die verteilt er ganz gut. Geht nicht nur zum Kopf, sondern probiert zwischendrin auch mal zum Körper. Aber es bleibt bei Einzelschlägen. Und als beste Gegenwaffe die Führhand von Guti Espadas. Gute Kombination des Weltmeisters. Er wird ein bisschen offensiver. Er merkt auch, Vetia Sakmoan Klang macht nicht allzu viel. Da kann er sich ein bisschen was erlauben. Auch der Herausforderer boxt eher abwartend. Und auch einige Pfiffe hier im Poliforum Samna in Merida. Da sind die Zuschauer nicht ganz zufrieden, und das kann man wohl auch so nachvollziehen. Da müsste mehr geschehen. Aber wem muss man diesen Vorwurf machen? Wahrscheinlich doch dem Herausforderer. Eine hochinteressante Gewichtsklasse, dieses Federgewicht. Der WBO-Champion Prince Nassim Hamed hat ja gerade als seinen Herausforderer Orgy Sanchez in der vierten Runde K.O. geschlagen. Der Champion bei der WBA, World Boxing Association, heißt Fred Norwood. Und der Weltmeister bei der IBF, International Boxing Federation, ist der Engländer Paul Ingle. Und dann gibt es in Deutschland noch den Ungarn István Kurkovac bei der Universum Box Promotion in Hamburg unter Vertrag. Und es sieht ja alles danach aus, als sollte Kovac der nächste Herausforderer werden von Prince Nassim Hamed. Das ist nicht die Kampfesführung, die die Mexikaner gewohnt sind. Normalerweise spricht man ja, wenn man von mexikanischen Boxern spricht, immer von diesen Macho-Fightern, von Männern, die nach vorne gehen, die den Schlagabtausch suchen, die kein Problem damit haben, auch mal einen Treffer zu kassieren und lieber damit fliegenden Fahnen unterzugehen, als sich am Ende den Vorwurf machen lassen zu müssen, man hätte nicht alles gegeben. Hier wird es dann doch sehr abwartend, sehr verhalten. Und beide
machen da zu wenig für einen WM-Kampf. Deutliche Versuche von Guti Espadas, hier mit der linken Hand vorzubereiten, um die rechte mal hinterherzuziehen. Na, er steht so weit weg, um die rechte da wirklich durchzubringen. Also bislang vom Herausforderer wohl eher die Taktik, hier über die Runden zu kommen. Das sieht nicht so aus, als ob er wirklich gewinnen will. Dafür steht er zu weit weg. Dafür versucht das zu sehr mit seiner Deckung und zu selten mal im Vorwärtsgang. Ein bisschen was vom Temperament der mexikanischen Musik würde diesem Kampf hier gut tun. Die Runde 4 im Weltmeisterschaftskampf im Federgewicht, 57,1 Kilogramm, das Limit. Es geht um den WM-Gürtel des Verbandes WBC, World Boxing Council, der Weltmeister in der lilafarbenen Hose, Guti Espadas. 32 Siege, 2 Niederlagen, 21 seiner Siege vorzeitig. Und der Herausforderer aus Thailand, Vetya Sakmuanklang, 33 Siege, 1 Niederlage und ebenfalls 21 K.O.s. Normalerweise dürfte der Weltmeister da keine Probleme mit der Rechtsauslage haben von Sakmuanklang. Sowas wird ja vorher im Sparring simuliert. Da werden Sparringspartner geholt, die ebenfalls in der Rechtsauslage boxen. Also Abstimmungsschwierigkeiten sollte es da nicht geben. Sehr vereinzelt diese Kombinationsversuche von Guti Espadas, aber zumindest probiert er es. Er schlägt die linke, bringt die rechte und versucht dann, die abschließende linke entweder nochmal als gerade ins Ziel zu bringen oder als Haken. Und meistens bleibt Sakmuanklang da einfach glatt und gerade stehen und deshalb ist diese Kombination auch sehr erfolgsversprechend. Schön, da war die rechte gut im Ziel. Und Sakmuanklang probiert da nachzusetzen, aber dann kommen auch die Konter von Espadas. Jetzt passiert ein bisschen mehr.
Jay Nady sammelt da die Punktrichterzettel ein. Hier nochmal die gute Szene aus der vergangenen Runde. Sigmund Klang probierte es mit dem linken Haken, aber dann kamen die besseren Schläge von Guti Espadas. Zumindest ihrem Ziel nahe. Richtig ins Ziel kamen sie nicht. Keine allzu präzise Kampfesführung hier, weder vom Weltmeister noch vom Herausforderer. Man hatte erwartet, dass Sigmund Klang vor allen Dingen in den ersten Runden hier viel versuchen würde. Und da kann man mal sehen, wie sehr man sich täuschen kann. Er hatte hauptsächlich schnelle K.O.-Siege in seinem Rekord. Gewann in den zweiten oder in der dritten Runde meist vorzeitig. Nur zweimal ging er bislang über die Distanz von 10 Runden und deshalb wurde da so hineininterpretiert, naja, der wird gleich von Anfang an kommen, weil er vielleicht selbst nicht sicher ist, ob die Kondition ausreicht für 12 Runden. Wenn er so weitermacht, so verhalten boxt, dann reicht die Kondition mit Sicherheit, aber dann hat er natürlich überhaupt keine Chance, diesen Kampf hier zu gewinnen. Jetzt mal der Versuch mit der linken Schlaghand. Von Jay Nady an Sigmund Klang. Er soll da seine Schläge höher ansetzen. Gingen auf den Hosenbund von Guti Espadas. So, und jetzt die zweite Ermahnung, nicht halten und schlagen. Sigmund Klang probiert die Wege für die rechte Schlaghand von Espadas so lang wie möglich zu machen. Und er versucht mehr, er wartet ab. Wenn die Führhand kommt, versucht er darunter hinwegzutauchen, um zum Körper zu gehen. Und wenn sie nicht kommt, dann geht er manchmal auch selbst in die Offensive. Hier nochmal so eine Szene, da ging er nach vorne, brachte die linke einmal und hier vielleicht sogar zweimal ins Ziel. Also es wird auf jeden Fall spannender hier in diesem Duell. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und dann sind wir nach einer kurzen Pause gleich wieder zurück. Zurück in der Knockout Fight Night, zurück bei der Weltmeisterschaft im Federgewicht Version WBC. Der Weltmeister heißt Guti Espadas in der lilafarbenen Hose. Sein Herausforderer Vetya Sigmund Klang in Rot. Der Mann aus Thailand, 33 Siege, eine Niederlage. Und der Weltmeister in seiner ersten Titelverteidigung. Bei ihm stehen 32 Siege zu Buche, zwei Niederlagen und 21 seiner Siege vorzeitig. Ein sehr verhalten geführtes Duell bislang, die ersten Runden ausgeglichen, aber dann vierte und fünfte Runde, da kam ein bisschen mehr Spannung in diesen Kampf, da haben beide mehr gemacht. Trotzdem dürfte zum jetzigen Zeitpunkt, also in der sechsten Runde, der Weltmeister Guti Espadas knapp vorne liegen. Thank you.
An den Publikumsreaktionen merkt man es. Die Zuschauer hier im Poliforum Samna in Merida sind nicht ganz zufrieden. Sowohl mit der Leistung des Herausforderers, aber vor allem nicht mit der Leistung ihres Weltmeisters Guti Espadas. Versuch von Aufwärtshaken von Espadas und ein bisschen mehr Aktion von Vitja Sagmuhan-Klang, der jetzt häufiger nach vorne geht. Lockt da die Führhand häufig von Espadas, macht sich dann klein und geht heran an den Mann. Hatte sich da mehr erhofft von diesem Duell, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht kommt ja in den nächsten Runden das dann an geballter Schnelligkeit, so wie wir das eigentlich erwartet hatten, von Guti Espadas, der eine klasse Leistung gezeigt hat im WM-Kampf gegen Luisito Espinosa, den Ex-Weltmeister. Da war er eigentlich der Außenseiter, aber hat ganz stark geboxt. Vielleicht hat er da schon im Hinterkopf diese große Chance, dieser große Zahltag gegen Erik Morales, den Volkshelden aus Mexiko. Und da, wenn er gegen seinen Landsmann gut boxt, wenn er gegen den bestehen kann, ihn vielleicht sogar schlägt, das wäre natürlich die größte Sache im Leben von Espadas. Zumindest im sportlichen Leben. Und die Angst vor einer möglichen Verletzung, die lähmt hier vielleicht seine Aktion im Kampf gegen Sagmuhan-Klang. Wieder tief angesetzt, die linke des Mannes aus Thailand. Wenn Sagmuhan-Klang ein paar Zentimeter größer wäre und vielleicht ein bisschen mehr Reichweite hätte, dann könnte das hier ein hochklassiges Duell sein, aber so fehlen immer ein paar Millimeter. Yeah.
Stadion sieht man, wie Zuschauer aufspringen und da Dinge in die Ecke von Guti Espadas rufen. Sie sind sehr unzufrieden. Also so viel steht fest. In dieser Form braucht Guti Espadas nicht anzutreten gegen Eric Morales. Das gibt einen bösen K.O. Aber auch ein Weltmeister hat mal einen schlechten Tag. Da sollte man jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren. Das muss man einem Weltmeister auch mal zugestehen. Aber jetzt kommt es halt darauf an, ob es auch trotzdem, trotz der Schwierigkeiten, die er vielleicht hat, hier dann noch etwas dominanter gestalten kann. Ein eigentlich dankbarer Gegner in Vetia Sagnuan Klang. Viel Gerangel, wenig gute Treffer im Infight. Ah, da geht viel vorbei. Entweder auf die Deckung oder vorbei. Er war jetzt mal die Linke hart im Ziel von Sagnuan Klang. Beide ohne sonderlich gute Deckung und trotzdem landen kaum gute Treffer. Also bessere Deckung hat auf jeden Fall Sagnuan Klang. Beide schlagen viel und beide schlagen viel ins Leere. Keine Weltmeisterschaft im Schattenboxen das hier, sondern die Weltmeisterschaft im Federgewicht. Version WBC. Und ich hatte eigentlich eine gute Meinung von Guti Espadas, aber mittlerweile muss man wohl sagen, von den vier großen Weltmeistern ist er der schlechteste, zumindest in der Form hier. Europameister István Kokocsovács könnte ihn in dieser Form hier locker ausboxen, sogar mit einer Hand. Was ist da los beim Champion?
Die besten Schläge auf beiden Seiten, jeweils die linke. Die Führhand von Espadas und die Schlaghand von Sagnoan Klang. Ja, jetzt setzt er auch mal seine Beine gut ein. Guti Espadas. Klasse Treffer jetzt. Gute Aktion. Und sofort springt das Publikum auf im Poliforum Samna. Das wollen Sie sehen. Klasse geboxt. Und zum Ende dieser Runde jetzt doch ein paar mehr Anfeuerungsrufe für den Weltmeister. Oder sich zwischendrin mal ein Herz genommen hat, einen schönen Zwischenspurt dahingelegt. Klasse, wie er ihn austanzt und wie er trotzdem trifft. Also in der Bewegung zeigt er, dass er doch ein guter Boxer ist, dass er das Auge hat, um da gut durchzukommen. Die 10. Runde, auf 12 Runden angesetzt, WM-Distanz im Federgewicht. Also Guti Espadas beherrscht den Kampf, sowohl im Vorwärtsgang als auch im Rückwärtsgang. Und trotzdem hatte man sich da mehr erwartet, dass er es hier deutlicher macht. Viel souveräner diesen Kampf gestaltet. Aber die Gefährlichkeit von Sagnoan Klang liegt darin, dass man so wenig über ihn wusste. Nur in Thailand geboxt gegen Gegner, die man nicht kennt. Und auch nicht kennen muss unbedingt. Und deshalb tut sich Guti Espadas hier schwerer als erwartet. Gut, dass er seine Führhand hat. Die bestimmt den Kampf. Aber wenn er sie einsetzt, dann kann er auch manchmal gut nachsetzen mit der rechten. Sobald er so eine Führungshand probiert, kommen die Konter von Sagnoan Klang. Schöner Haken. Come on!
Da ist irgendwas am Ohr passiert von Vetja Sagmuan-Klang. Jay Nady hat es gerade angezeigt an den Ringarzt und der macht sich jetzt auf den Weg in die Ecke, um da mal nachzuschauen. Hier ein Blick in das Gesicht des Weltmeisters. 26 Jahre alt, Guti Espadas. Es kommt die 11. Runde. Nach Punkten liegt er vorne. Was hat Sagmuan-Klang jetzt noch drin? Was kann er noch rausholen? Kann er noch zulegen? Die nahe Distanz eigentlich das, wo Sagmuan-Klang Vorteile haben sollte, aber die kann er hier nicht nutzen. Auch da schlägt er viel auf die Deckung, zu viel. Tape gelöst am Handschuh von Guti Espadas. Und dann kommt jetzt Hidalgo Marquez und wickelt den Handschuh neu. Man achtet darauf, damit dieses gelöste Tape nicht beim Schlagen vielleicht ins Auge des Gegners gelangt. Die letzten Sekunden dieser Runde. Dann hat sich das Tape wieder gelöst. Wahrscheinlich wird man aber so jetzt in die Rundenpause gehen. Da bleibt ja genug Zeit, den Handschuh wieder zu richten. So, Jay Nady zeigt an, kümmert euch um die Handschuhe. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Die Vorbereitungen für die letzte Runde, die 12. in diesem WM-Kampf im Federgewicht. Version WBC, World Boxing Council. Und Jay Nady, der Ringrichter, fordert das Shake Hands der beiden Boxer. Vetja Sagmuan-Klang, der Herausforderer aus Thailand in der roten Hose, kann hier nur noch durch K.O. gewinnen. Der Weltmeister Guti Espadas in Lila liegt in seiner ersten Titelverteidigung nach Punkten deutlich vorne. Treffer von Sagmuan-Klang bleiben Stückwerk. Wenn mal einer mit Kombinationen durchkommt, dann ist es der Weltmeister. Und ich habe schon häufig gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal.
Man hatte sich sehr viel mehr erwartet von Espadas. Wollte in Mexiko, hier in Mérida, diesen großen Showdown mit Eric Morales ein bisschen promoten, ihn noch bekannter machen. Sollte hier eine deutliche Leistung zeigen, dass alle sagen können, oh, der ist wirklich bärenstark und vielleicht hat er eine Chance gegen Eric Morales, aber wer diesen Kampf hier sieht, der weiß, da dürfte El Terrible Morales keine allzu großen Schwierigkeiten haben. Der rechte Haken nochmal im Ziel. Zum Ende nochmal der Versuch einer Kombination von Guti Espadas. Das Ende eines eher mittelmäßigen Kampfes. Da hat der Herausforderer fast nichts getan, um diesen Kampf zu gewinnen, nur um über die Zeit zu kommen. Und Guti Espadas hat sich auch sehr zurückgehalten. Die Führhand hat hier diesen Kampf für ihn gewonnen. Tja, also nicht überragend, wie gesagt, eher Mittelmaß jetzt das Urteil. Es sollte eine deutliche Sache werden für Guti Espadas. Der erste Punktrichter 116, 113, nur 3 Runden Vorsprung. Der zweite 119, 112, also 7 Runden. Und der dritte 118 zu 110, also 8 Runden Vorsprung. Die letzten beiden, finde ich, die besseren Wertungen. Also 8 Runden Vorsprung. Auf jeden Fall eine deutliche Sache für Guti Espadas. Er bleibt Weltmeister beim World Boxing Council und das war's für heute von der Fight Night.